Ja, hallo zusammen. Herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Ich freue mich sehr, dass Sie Interesse haben an den neuen Features und Verbesserungen der Performer Suite. Mein Name ist Alexander Ludwig und ich möchte Ihnen zeigen, was es so für Neuheiten gibt in der Version 24.1. Auch diesmal möchten wir uns ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Sie haben viele Verbesserungsvorschläge eingereicht in Form von Feature Requests. Es gab auch Bugmeldungen, die wir dann verbessert haben. Und ja, all diese Anregungen tragen einfach dazu bei, dass das Tool sich weiter verbessert. Lassen Sie uns keine Zeit verlieren und starten wir mit dem Webinar. Zunächst einmal die obligatorischen Informationen. Wir haben Ihnen vor einigen Wochen das Release ausgeliefert, 24.1, das haben Sie per Mail bekommen, können Sie dort auch runterladen. Sie haben auch die Möglichkeit, das im Portal runterzuladen, falls Sie sich schon einen Kunden-User angelegt haben. Beachten Sie bitte, bitte die wichtigen Hinweise bezüglich des Backups der Datenbank, um Datenverluste zu vermeiden. Und die Mindestversion muss 22.2 sein. Wir haben auch die Funktionsbausteine diesmal angepasst und optimiert, sodass ein Update nochmal notwendig ist aus der Performer Suite heraus. Und ja, das waren so die wichtigsten Punkte. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben sollten, gerne einfach uns direkt anschreiben oder im Helpdesk ein Ticket anlegen. Gut, kommen wir nun zu den Verbesserungen der Performer Suite und den neuen Features und wir starten mit einer allgemeinen Verbesserung. Stellen Sie sich vor, wie es wäre, wenn Sie mit dem Thema Dokumentationserstellung gar nichts mehr zu tun haben müssten. Das heißt, Sie können sich beruhigt zurücklehnen und wissen gleichzeitig, dass eine tagesaktuelle Dokumentation an einer zentralen Stelle irgendwo abliegt. Genau das ist mit der ersten Funktion, die ich Ihnen zeigen möchte, möglich. Sie können in der Performer Suite Objekte, SAP-Objekte auswählen, die Sie für die automatische Dokumentationsausstellung einplanen möchten. Das heißt, das ist schon mal die erste Neuheit. Vorher ging das nur für die Szenarien. Jetzt können Sie auch ganz normale Objekte auswählen. Anschließend können Sie festlegen, wie sie dokumentiert werden sollen, bedeutet, welche Sprache, welches Template verwendet werden soll, welche Settings-Varianten, welche Kommentarvarianten. All diese Themen können Sie dann festlegen innerhalb der Performer Suite. Und dann können Sie mit dem Automation-Tool einplanen, wann die Dokumentation erstellt werden soll und wo sie abgelegt werden soll. Also in einem lokalen Ordner oder vielleicht auch in Confluence hochgeladen auf einer bestimmten Seite. Das können Sie als Automation-Tool festlegen und anschließend wird die Dokumentation automatisiert erstellt und Ihre Kolleginnen und Kollegen profitieren von tagesaktuellen Dokumentationen. Schauen wir uns das Ganze mal im Tool selbst an. Dafür öffne ich kurz die Performer Suite. Sekunde. So, das ist die Performer Suite und jetzt schauen wir uns mal kurz an, wie man das Ganze handhabt. Also wir haben gesehen, der erste Schritt findet statt in der Performer Suite, also im Doku-Performer. Und das bedeutet, wir müssen zunächst einmal Objekte auswählen, die wir dokumentieren möchten, automatisiert und einplanen möchten. Das bedeutet, ich kann zunächst einmal hier nach bestimmten Objekten suchen. Das sind jetzt einfach mal diese drei Objekte. Ich kann sie markieren und dann über einen Rechtsklick unter Create Documentation oder Dokumentation erstellen im Deutschen hier auf Schedule Documentation klicken. Das bedeutet, diese Objekte sind nun ausgewählt und können potenziell dokumentiert werden, ohne dass man etwas machen muss im Tool. Anschließend muss man hier auf Administration, Documentation und dann hier auf Documentation Scheduling gehen. Wir sehen, diese Objekte, die wir zuvor ausgewählt haben, sind hier jetzt auch vorhanden. Und was wir jetzt auch sehen, ist zunächst einmal, dass wir weitere Objekte hinzufügen können. Das bedeutet, man kann es aus dem Entity Grid oder aus irgendeinem Kontext, wo die Objekte auftauchen, über einen Rechtsklick machen oder aber in diesem neu geschaffenen Bereich über dieses Plus-Icon machen. Das heißt, ich könnte jetzt hier auch sagen, ich möchte vielleicht noch ein Calculation View berücksichtigen. Calculation View, den hier beispielsweise auf Select klicken. Und was ich auch erwähnt habe, ist die Möglichkeit, dokumentationsspezifische Einstellungen vorzunehmen. Das bedeutet, ich habe jetzt hier die Query ausgewählt. Die soll beispielsweise, da möchte ich einen geringen Detailgrad auswählen, deswegen wähle ich diese Settings-Variante. Ich wähle die deutsche Sprache hier aus, denn die Zielgruppe, die das liest, versteht Deutsch besser. Und ich kann hier auch vielleicht ein Template auswählen, nämlich hier zum Beispiel Query Documentation. Genau, das sind die Sachen, die ich hier vornehmen kann. Ich könnte an der Stelle auch sagen, ich möchte eine Zuweisung zu einer Confluence-Seite machen. Das brauche ich jetzt aber nicht, deswegen nehme ich das mal raus. Und ich möchte nämlich die ganzen Dokumentationen lokal auf meinem Rechner dann ablegen.
Gut, ich speichere das Ganze nun. Und jetzt kommt der Auftritt des Automation Tools. Wie wir vorhin gesehen haben, muss man als nächstes hier im Automation Tool festlegen, wo es abgelegt werden soll und wann der Export stattfinden soll im Hintergrund. Das Automation Tool finden Sie im Installationsverzeichnis Ihrer Performer Suite. Und was wir jetzt hier sehen zunächst einmal, man muss solche Windows Services aktivieren. Das heißt, falls dieses Tool bereits genutzt wird in Ihrem Unternehmen, muss man das nicht mehr machen. Ansonsten muss man diese Services aktivieren, Windows Services, die dafür sorgen, dass dieser Export getriggert wird. Im zweiten Schritt müssen wir auch hier für die Systeme die Login-Daten eingeben. Das heißt, meine Objekte, die ich ausgewählt habe, waren aus einem BW4-System und auch aus einem HANA-System, wie wir gesehen haben. Das heißt, diese Login-Daten muss ich auf jeden Fall eingeben, damit der Export stattfinden kann. Im besten Fall gebe ich mein Passwort auch richtig ein. Sonst wird es rot angezeigt, wie wir gesehen haben. Und dann kommt der letzte Schritt, nämlich jetzt muss ich sagen, erstens, wo soll die Dokumentation landen? Irgendwo in einem lokalen physischen Ort, nämlich einem Ordner, oder möchte ich eine Confluence Integration machen? Ich bleibe jetzt mal hier bei dem Standardpfad, weil es ein bisschen einfacher ist. Und ich muss hier auch sagen, wann der Export stattfinden soll. Ich kann zum Beispiel sagen, jeden Tag oder alle 30 Minuten, was natürlich ein bisschen übertrieben wäre. Ich wähle jetzt hier mal jeden Tag und als Uhrzeit wähle ich aus 11.11 Uhr. So, dann kann ich das Ganze nochmal speichern und dann wird der Export jetzt gleich durchgeführt. Bedeutet, ich schließe diese Instanz mal vorsichtshalber und jetzt möchte ich die Zeit überbrücken und mit Ihnen noch ein bisschen über das Automation Tool sprechen. Falls Sie das Tool noch gar nicht kennen, dann ist es so, dass wir empfehlen, dass es auf einem Server läuft. Ein kontinuierlich laufender zentraler Server, eine virtuelle Maschine empfehlen wir. Das muss auch nicht unbedingt der gleiche Server sein, auf dem Sie auch die SQL-Datenbank installiert haben. Die Einstellung im Automation Tool sollte auch von einer zentralen Performer-Instanz gesetzt werden. Das bedeutet, wir empfehlen jetzt nicht, dass Sie alle diese Einplanung vornehmen, sondern dass man wirklich sagt, wir haben eine zentrale Instanz, dort nehmen wir das dann vor und nur ein Admin beispielsweise kümmert sich dann auch wirklich um das Automation Tool. Genau. Wir empfehlen auch keinen echten SAP-Benutzer zu verwenden, die Login-Daten, die ich vorhin eingegeben habe, sondern einen dedizierten SAP-Benutzer anzulegen, vor allem, wenn das Passwort sich nicht ändert. Denn Sie können sich vorstellen, wenn das Passwort sich ändern sollte, dann wird das dazu führen, dass der Export scheitert, weil wir einfach uns nicht verbinden können mit dem System. Genau, und Sie haben gesehen, ich habe solche Windows-Services installiert, die kümmern sich halt wirklich im Endeffekt um den Export. Man kann auch die Synchronisation automatisieren, das ist ja auch etwas, wofür man das Automation Tool nutzen kann. Und dafür braucht man halt aber auch einen Admin-User, dass man diese Services anlegen kann und auch installieren kann. Das waren so ein paar Hinweise. Letzter Hinweis, falls hier Admins vorhanden sind, wenn Sie ein Update machen, müssen Sie diese Services wieder pausieren. Okay, ich hoffe, ich konnte die Zeit jetzt gut überbrücken und schau mal auf, wir haben jetzt 11.11 Uhr. Ich springe mal in meine Performer Suite, in mein Installationsverzeichnis. Ich hab gesagt, ich möchte es hier unter App Data, Generated, Automated Exports. Dann sehen wir hier auch, dass um 11.11 Uhr schon was passiert ist. Das sind die drei Objekte, die ich ausgewählt habe aus dem BW-System. Die kann ich gerne öffnen. Wir sehen auch, um 11.11 Uhr wurden sie automatisch angelegt. Ich habe also nichts manuell gemacht. Wir sehen, hier wurde auch das Query-Template berücksichtigt. Und wir sehen auch im Endeffekt, dass wir hier die Kommentare auch drin haben von der Query, die ich ausgewählt habe. Und auch, dass der Detailgrad sehr gering ist. Das heißt, wir zeigen nur die berechneten Kennzahlen an, aber nicht die weiteren Settings und so weiter. Genau. Das bezüglich der Dokumentation. Auch die HANA-Dokumentation wurde hier dokumentiert, wie wir sehen, ebenfalls in dem Ordner, den ich festgelegt habe. Okay, kommen wir nun zum nächsten Thema. Die nachfolgende Funktion soll sich vor allem mit der Transparenz und Verständlichkeit von ABAP-Entwicklung beschäftigen. Das heißt, wir möchten mit dieser Funktion, die ich Ihnen gleich zeige, genau das verbessern, die Transparenz und Verständlichkeit. Die Transparenz ist vor allem in Bezug auf die Abhängigkeit zwischen den ABAP-Objekten unter sich sehr schlecht. Das heißt, das führt zu einem sehr hohen Aufwand bei der Fehlerbehebung und auch bei der Implementierung von Change Requests ist es auch sehr schwierig, wenn man keinen guten Überblick hat über ABAP-Coding und die Abhängigkeiten. Die neue Funktion ABAP Relations soll Abhilfe schaffen. Während der
BW- oder RP-Synchronisation wird sämtlicher ABAP-Code des Systems gepasst und wir suchen im Coding nach Stichwörtern wie Select bei Tabellen oder CallFunction bei Funktionsbausteinen, CallMethod bei Methoden von Klassen und dann schreiben wir diese Abhängigkeiten in die Datenbank. Das heißt, offline steht das Ganze dann zur Verfügung. Was ist die Quelle? Was ist das Ziel? Das schreiben wir dann für jedes ABAP-Objekt hier rein, wenn wir wirklich so einen Treffer gefunden haben. Und dann besteht die Möglichkeit, das Ganze auch zu visualisieren in der Performer Suite. Das bedeutet, ich kann jetzt zunächst einmal die Synchronisation durchführen. Ne? Das war ja mein erster Punkt. Das ist ganz wichtig. Damit das Ganze in der Datenbank landet, muss ich hier auf die SAP-Synchronisation gehen bei meinem BW- und ERP-System und muss dann hier den Haken setzen, ABAP Relations. Sonst funktioniert die Funktion nicht. Und wenn ich dann einmal diese Synchronisation durchgeführt habe und die Datenbank befüllt wurde mit diesen Abhängigkeitsinformationen, dann kann ich beispielsweise mir mal so einen Funktionsbaustein anschauen. Heißt, ich habe jetzt hier diesen Funktionsbaustein. Das ist jetzt hier, als Beispiel nehme ich mal einen CodeScan-Funktionsbaustein. Und über das Kontextmenü erreiche ich die neue Funktion ABAP Relations. Ich kann also hier draufklicken, kann das hier bestätigen und dann sehen wir, dass wir den Funktionsbaustein in so einer Tree-View-Ansicht analysiert haben und wir sehen, dass der Funktionsbaustein gewisse Tabellen aufruft oder Methoden von Klassen, andere Funktionsbausteine. Das bedeutet, all diese Aufrufe anderer ABAP-Objekte werden hier dargestellt. Das kann natürlich auch komplexer sein. Stellen wir uns vor, die gefundenen ABAP-Objekte haben wiederum auch noch eigene Aufrufe. Das kann natürlich sehr verschachtelt sein. Da habe ich auch ein Beispiel mitgebracht. Hier. Auch das würden wir auflösen. Das heißt, wir würden jetzt hier sehen, ein Funktionsbaustein, der ruft hier einen Include auf, der wiederum noch zwei Tabellen und noch ein View, der hat auch wieder einen Funktionsbaustein, der einen Report aufruft und so weiter. Das kann natürlich sehr verschachtelt sein. Wie man hier sieht, sind wir in der Lage, diese ganze Verschachtelung aufzulösen. Wir wollen diese Funktion auch noch weiter optimieren. Das ist jetzt der erste Wurf. Das bedeutet, Sie vermissen jetzt vielleicht auch eine Netzwerkgrafik. Daran arbeiten wir gerade, dass da auch die Performance auch wirklich gut ist. Denn Sie können sich vorstellen, dass gerade bei ABAP-Objekten sehr viele Objekte involviert sind. Und wir arbeiten gerade daran, dass da auch die Performance stimmt und dass wir dann auch eine Netzwerkgrafik darstellen können, die auch wirklich verständlich ist. Denn es bringt ja nichts, wenn das noch mehr Chaos reinbringt und man noch weniger versteht am Ende. Zu guter Letzt möchte ich noch darauf hinweisen, dass man diese Funktion auch öffnen kann aus dem BW-Datenfluss. Das bedeutet, wenn ich beispielsweise mir den Datenfluss eines Composite-Providers anzeigen lasse und einen Lookup-Scan ausführe, dann sehen wir hier zum Beispiel, dass in der Transformation ein Funktionsbaustein genutzt wird. Und wie man hier sieht, das Ganze wird hier schon direkt verlinkt. Das heißt, wenn die ABAP-Relations synchronisiert wurden, dann kann ich hier draufklicken und kann mir sofort die ABAP-Relations von diesem Funktionsbaustein anschauen. Ich kann also hier auf OK klicken und springe sofort da rein oder von diesem ADSO und so weiter. Das bedeutet, auch hier wurde die Funktion nochmal eingebettet in den klassischen Datenfluss der BW-Objekte. Genau, also probieren Sie die Funktion gerne aus, geben Sie uns Feedback. Wir würden uns wirklich sehr freuen, ob die Funktion Ihnen weiterhilft, ob Sie Verbesserungsvorschläge haben. Genau. Ich springe zurück in die Präsentation und möchte jetzt über vier weitere kleinere Verbesserungen sprechen. Zunächst einmal DataSphere. Wie Sie wissen, seit dem letzten Jahr unterstützen wir auch DataSphere. Das heißt, wir bieten einen DataSphere-Connector an. Und hier war es vorher möglich, die Objekte zu dokumentieren. Man konnte sie mit einem Datenfluss analysieren. Und jetzt sieht man hier, können wir auch über AnalyzeCompare, eine Funktion, die Sie kennen sollten, haben Sie die Möglichkeit, Views, Intelligent Lookups, Local Tables und Remote Tables zu analysieren. Das bedeutet, Sie können sich anzeigen lassen, wie ist das Ganze aufgebaut. Und Sie haben die Möglichkeit, ich springe mal kurz ins Tool rein, habe das hier schon analysiert, und Sie haben die Möglichkeit, sich die Measures anzuschauen. Bald unterstützen wir auch die Calculated Fields und Sie sehen auch die Assoziationen. Und genau, hier können Sie die Objekttypen auswählen und Sie können in einen Comparison Mode springen, natürlich, wie Sie es kennen, und dann Objekte untereinander vergleichen, wenn dann hier der Vergleichsbildschirm sich öffnet. Hier zu sehen. Könnte ich also hier ein anderes Objekt reinziehen oder aus einem anderen System oder einen Vergleich starten. Genau, falls Sie sagen, DataSphere klingt spannend, würde ich gerne testen, einfach gerne melden bei uns. Sie können das Ganze 30 Tage kostenlos testen, falls Sie schon mal sich anschauen möchten, wie das Ganze aussieht.
Dann gibt es neue Spalten in zwei Analysefunktionen. Zunächst einmal Data Loads and Usages. Hier haben uns Kunden gemeldet, dass sie gerne wissen möchten, nicht nur wie oft eine Query ausgeführt wurde insgesamt oder in einem bestimmten Zeitraum, sondern welcher User zuletzt die Query ausgeführt hat. Das bedeutet, wir haben diese neue Spalte hinzugefügt, Query Last Run By, mit dem jeweiligen SAP-User, der dann hier angezeigt wird. Also eine kleine Optimierung. Die Funktion selbst, über die ich spreche, das ist hier die Funktion Data Loads and Usages, die Sie hier finden. Und dann kommen Sie genau in diesen Bereich, den Sie vorhin gesehen haben, wo dann hier Query Last Run By, das ist die neue Spalte. Eine weitere Spalte oder weitere Spalten können Sie auch bei der Funktion System Comparison hinzufügen. Zur Erinnerung, eine Funktion, mit der Sie Systeme abgleichen können bezüglich bestimmter Objekttypen, die Sie vorher auswählen können. Heißt, Sie möchten gucken, welche Queries existieren nur im Entwicklungssystem, nur im Produktivsystem, welche Queries existieren in beiden Systemen gleichzeitig. Und da haben Sie auch durch bedingte Formatierung die Möglichkeit, die Werte zu vergleichen. Und hier hat uns ein Kunde gemeldet, dass er weitere Sprachen braucht. Das haben wir gemacht. Wir haben jetzt hier im Column Chooser weitere Sprachen hinzugefügt, die Sie einfach reinziehen können, wie gewohnt, und dann Vergleiche durchführen können. Genau. Vorher war es so, dass die UI-Sprache berücksichtigt wurde, die Sie anfangs ausgewählt haben, als Sie das Tool gestartet haben, Englisch oder Deutsch. Jetzt haben Sie weitere Sprachen, die Sie hier im Zugriff haben. Kommen wir zur letzten Funktion, etwas spezieller, aber hier hat uns ein Kunde gemeldet, dass er für seine Housekeeping-Aktivitäten herausfinden möchte, ob in BO-AFO-Berichten Query-Views verwendet werden. Und wir haben das vorher nicht unterstützt. Jetzt, wie man sieht, sind wir in der Lage, sowohl bei der Funktion List Data Sources als auch bei Analyze and Compare diese Query-Views als solche auch darzustellen, sodass man das dann hier nochmal transparent sieht. Genau. Kommen wir zur Roadmap. Also nochmal der kleine Hinweis, wir haben noch viele weitere Dinge umgesetzt, viel verbessert. Sie können sich das alles auf unserer Version History anschauen, die ich gleich nochmal öffne. Da können Sie sich nochmal schlau machen, was alles noch neu hinzugekommen ist. Ich würde jetzt gerne nochmal darüber sprechen, was wir alles planen. Zunächst einmal kennen Sie sicherlich die Funktion Document Data Flow. Falls nicht, die Funktion finden Sie hier unter den Quick Access Settings, wo Sie sagen können Document Data Flow. Wenn ich diese Funktion aktiviere und dann einen Composite Provider dokumentiere zum Beispiel, würden wir die darunterliegenden Part Provider auch dokumentieren vollständig, die Infosources bis runter zur Data Source. Und diese Funktion möchten wir optimieren. Zunächst einmal haben wir ein paar Lücken festgestellt, inhaltliche Lücken, die wir optimieren wollen. Und gleichzeitig möchten wir auch dem User die Möglichkeit bieten, zum Beispiel von einer SAC-Story diese Funktion auszuführen oder dieses Setting zu setzen und dann alles zu dokumentieren von der SAC-Story bis runter im besten Fall zu den ERP-Quelltabellen. Das heißt, dahingehend möchten wir die Funktion nochmal etwas verbessern. Wir werden auch Datasphere weiter optimieren, das heißt die Analytic Models, das ist ja ein ganz wichtiges und zentrales, ein sehr zentraler Objekttyp, den wir unterstützen möchten, und die Task Chains ebenfalls. Der Verwendungsnachweis wird nochmal kommen, bedeutet, Sie können dann gucken, ob irgendwelche ADSOs beispielsweise von irgendwelchen Remote Tables konsumiert werden oder irgendwelche HANA-Objekte oder S4-Objekte, also systemübergreifende Analysen werden möglich sein. Bei SAC werden wir die Planungsmodelle unterstützen. Und bei S4HANA werden wir die CDS Entity Views unterstützen. Das sind ja die neuen Entity Views. Aktuell können wir sie nicht vollständig unterstützen. Data Lineage Club beispielsweise nicht oder der Datenfluss wird auch nicht richtig angezeigt. Das sind Themen, die wir angehen. Und auch die benutzerdefinierten Fiori-Felder werden wir dokumentieren können. Genau, für weitere Informationen besuchen Sie gerne unsere Roadmap im User Manual. Hier sieht man, dass wir nochmal etwas detaillierter alle Features aufzählen, auch die ganzen Feature-Requests, die wir planen, noch umzusetzen. Das ist dann hier nochmal zu sehen. Genau, das heißt, es kommen noch einige Features zukünftig, die die Transparenz in SAP Data Analytics verbessern sollen. Aber von einer besseren Transparenz können ja nicht nur Sie profitieren, sondern auch Ihre Kolleginnen und Kollegen vom Fachbereich. Die haben ja leider nur einen sehr begrenzten Blick auf die Technologie unterhalb der Dashboards und Berichte. Und deswegen kommt es häufig zu Fragen wie, welche Berichte gibt es eigentlich oder welchen Bericht soll ich eigentlich nutzen für ein bestimmtes Thema? Wie ist der Bericht aufgebaut? Wie ist meine Kennzahl? Wie wird sie berechnet? Was ist die Formel dahinter? Was sind die Quellen meiner Berichte? Wer ist dafür verantwortlich? Und dafür haben wir auch eine Lösung, die wir anbieten. Da würde ich mal ganz kurz drauf eingehen, dauert auch nur eine Minute. Heißt, wir haben auch ein weiteres Tool, nämlich ein
Data Catalog mit einem sehr starken Fokus auf SAP Metadaten. Das ist unser Enterprise Glossary. Ähnlich wie bei der Performance Suite findet auch hier eine Integration der SAP Metadaten statt, sodass Endanwender oder Business User einfach in der Lage sind, sich an diesem Data Catalog anzumelden, ist eine Webapplikation, und dann Infos zu erhalten bezüglich dieser SAP-Objekte. Das bedeutet, wir sehen hier eine Query, wir sehen sofort den Aufbau, das Ganze wird direkt schon so strukturiert aufgebaut aufgrund von Default-Templates. Man kann weitere fachliche Informationen hinzufügen. Wir haben Verwendungsnachweis hier drin. Man kann also auch auf die SAC-Stories springen und sich dann schlau machen über das Data Lineage beispielsweise. Was passiert da eigentlich? Was sind meine Quellen im S4 und so weiter? Oder auch Themen wie beispielsweise, ich möchte mir die Formel anschauen. Das ist die mathematische Formel. Was ist denn dahinter? Was liegt hinter dieser Formel? Ich kann sie komplett auflösen. Ich kann sie mir auch in einem Driver-Tree anschauen, wenn ich hier nochmal auch genau wissen möchte, was für Definitionen gibt es denn hier bei den eingeschränkten Kennzahlen und so weiter. Das bedeutet, falls dieses Thema relevant sein sollte, falls Sie sagen, Sie möchten auch Ihre Business-User empowern, Sie möchten das Thema Self-Service vorantreiben, dann melden Sie sich gerne bei uns. Wir bieten aktuell einen kostenlosen POC an. Das heißt, Sie können das Tool monatelang testen. Wir unterstützen Sie auch in Form von Workshops, damit wir Use Cases erarbeiten, das Ganze auch umsetzen und das Tool auch wirklich von Ihren Business-Usern genutzt werden kann. Sie sehen auch, wir planen da einiges dieses Jahr. Power BI soll integriert werden, Datasphere S4. Also daran arbeiten wir auch sehr intensiv, damit Sie einfach mal einen Einblick haben, woran wir neben der Performance Suite noch so arbeiten. Okay, kommen wir nun zum letzten Teil des Webinars. Auf dieser Folie sehen Sie nochmal den Hinweis, dass wir ein Kundenportal haben. Heißt, melden Sie sich da gerne an, damit Sie Zugriff auf Ihre Lizenzen haben, auf Ihre Verträge, auf Ihre Software. Ein weiterer Hinweis, vielleicht wissen Sie das nicht, wir haben eine Bluetelligence Academy. Das bedeutet, falls Sie vielleicht selbst jetzt sagen, da waren ein paar Funktionen dabei, von denen habe ich noch nie was gehört, oder auch bei anderen, was ist eine Settings-Variante, was ist eine Comment-Variant. Das bedeutet, wenn Sie selbst sich ein bisschen weiterbilden möchten oder Sie auch vielleicht Kollegen oder Kolleginnen haben, die Sie diesbezüglich ja, ein bisschen pushen wollen, dass Sie das auch nochmal sich diese Infos einholen, dann können Sie hier kostenlose Kurse wahrnehmen, bezüglich DocuPerformance, System Scout oder Administration. Das sind einfach Videos, Videokurse, die Sie anschauen können. Am Ende erhalten Sie sogar ein Zertifikat. Also das kann ich Ihnen nur empfehlen. Und ansonsten die weiteren Funktionen, die wir umgesetzt haben, der Changelog, das finden Sie hier. Wie gesagt, ich habe nicht alles erwähnt, was wir umgesetzt haben. Alle weiteren Features werden hier aufgelistet. Und falls Sie irgendwelche Fragen haben sollten, gerne einfach am Helpdesk nochmal ein Ticket erstellen bezüglich Update oder bezüglich gezeigter Funktion. Wir helfen Ihnen dann weiter. Gut, das war's von meiner Seite. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Sie sind auch bei zukünftigen Webinaren dabei und ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag und bis bald. Tschüss.